Trotz der Zinserhöhung der EZB glaubt der Ökonom Thomas Meyer nicht daran, dass die Zeiten niedriger Inflationsraten zurückkommen werden. Der Grund: Die EZB kann wegen der hohen Verschuldung vieler Staaten die Zinsen nicht stark genug erhöhen, um die Inflationswelle wirklich zu brechen, wie Meyer im Interview bei René Will Rendite sagte. Er sieht nur in einer radikalen Maßnahme die Chance, den Inflationsbrand zu löschen. Die Mission, diese Überlegung, diese Utopie, dass man im Euroraum zumindest, vielleicht auch anderswo, die Digitalisierung des Zentralbankgeldes für den Bürger, also die Digitalisierung in dem Fall des Euros, also die Umstellung, nicht Umstellung, die Schaffung eines zusätzlichen Zentralbankgelds für den Bürger zum Papiergeld. Ja, ich bin ein absoluter Gegner der Abschaffung des Papiergelds. Das braucht man auch als Rückversicherung für den Bürger, dass da nicht Schindluder getrieben wird mit dem digitalen Geld, aber als zusätzliches Angebot an Zentralbankgeld für den Bürger in Form eines digitalen Euros, da denke ich, da könnte man eine Art Neuanfang beginnen, ja, ein Restart durchführen. Das wäre so meine Vision. Aber das ist, wie gesagt, eine Vision und die kommt so schnell nicht, falls sie überhaupt je kommen würde. Und insofern denke ich halt, dass das System weiter mit der Rückkehr zur Niedriginflation ringt. Ich sage nicht Preisstabilität, auch niedrige Inflation ist ja keine Stabilität. Aber es ringt mit dieser Rückkehr und ich fürchte, dass die halt nicht gelingen wird. Wieso würde ein digitaler Euro helfen bei der Neuaufstellung? Also ich hatte ja da schon sehr viel darüber geredet und sehr viel darüber geschrieben, dass man die Digitalisierung des Zentralbankgeldes für den Bürger benutzen könnte, um dann den alten Chicago-Plan von 1933 zu reaktivieren. Die Ökonomen hatten da der Roosevelt-Regierung in den USA im Jahr 1933 vorgeschlagen, dass man Vollgeld einführt, dass man das Bankengeld zu 100% deckt mit Reserven, die die Banken halten müssen in Zentralbankgeld. Und dieses Zentralbankgeld wird 100% gedeckt mit Staatsanleihen, die auf der Bilanz der Zentralbank eingefroren werden. Das ist dann raus aus dem Markt. Das ist nicht eine Entschuldung im eigentlichen Sinne, dass man sagt, ich mache jetzt einen Schuldenschnitt und jeder, der Staatsanleihen hat, verliert, sondern es ist eigentlich eine Umstellung des Geldsystems, mit dem man praktisch Staatsanleihen aus dem Markt nehmen kann. Das ist ein einmaliger Trick. Wenn Sie dann wiederholen, wird es natürlich zur permanenten monetären Staatsfinanzierung. Das ist ein einmaliger Trick. Für diesen Trick, sage ich mal, braucht es einen guten Anlass, sonst wird er nicht als glaubwürdig empfunden. Und der gute Anlass wäre die Digitalisierung des Euros. Da könnte man diesen Anführungsstrichen Trick verwenden. Man könnte ihn glaubwürdig ausgestalten. Und ich habe es mal durchgerechnet, man könnte dann die Staatsschuldenquote von knapp 100% im Schnitt im Euroraum runterdrücken auf weniger als 50% des BIP, weil sie so viele Anleihen einfach rausnehmen. Die EZB hat ja jetzt schon 5 Billionen Staatsanleihen auf ihrer Bilanz und fragt sich, wie kriege ich die wieder los? Sie könnte meiner Rechnung nach, und das ist wirklich, wirklich überschlägig, noch mal einen Viertel dazunehmen und die einfrieren. Dann müssten sie gar nicht mehr über QT nachdenken. Die würden dann abgelegt dort. Ja? Und dagegen hätte man dann das Papiergeld und den digitalen Euro für den Bürger. Das ist so eine Vision.